Servus und willkommen zu Technics Guide. Heute gibt es das Review zum Samsung Galaxy Tab A7 und auch noch zum Samsung Book Cover Keyboard. Ich habe beide Geräte zusammen mal getestet, können ja zusammen. Und ja, was ist mir aufgefallen? Ich hatte einige Sachen, die wohl nicht so berauschend bei dem Gerät waren. Ja, wie soll ich sagen? Es war unter anderem die Verarbeitung nicht 100%. Es gibt aber auch ein paar Probleme, so immer bei dem Display. Es ist nicht 100% so, wie man es von Samsung einfach auch gewöhnt ist. Es gibt da so zwei, drei kleine Schwächen bei dem Gerät. Die erzähle ich euch aber erst nach dem Intro. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. So, und da bin ich auch schon wieder. So, wo fangen wir denn am besten an? Ich hätte gesagt mit der Verarbeitung. Verarbeitung. Das Gerät ist mit der Metallrückseite eigentlich sehr gut verarbeitet. An sich kann man sich nicht beschweren. Hat aber ein großes Problemchen meiner Meinung nach. Aber das kann jetzt auch daran liegen, dass vielleicht nur, oder dass es nur an meinem Gerät liegt. Weiß ich nicht. Die Sache ist einfach die, ich habe an den Kanten um die Display, am Display rum, ich werde es euch auch alles schön einblenden, unsauber gearbeitet, nenne ich es mal einfach einmal so. Das Gerät ist, wenn ich es in die Hand nehme, sehr scharfkantig. Die Metallrückseite ist einfach nicht in einem sauberen Übergang zum Display bzw. zum restlichen Rahmen einfach gearbeitet. Ich habe da so eine ganz leichte Kante, die wohl nicht so schön verarbeitet wurde. Kann, wie gesagt, an dem Gerät selber liegen, oder beziehungsweise jetzt nur an meinem Testgerät liegen. Es kann aber auch sein, dass es, wie gesagt, generell das Problem ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Hatte ich jetzt halt mit meinem Gerät dieses Problem. Ob es jetzt bei anderen Geräten so ist, weiß ich nicht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also damit bin ich schon mal Punkt 1, wo ich nicht so ganz zufrieden bin. Aber wie gesagt, für ein Gerät, was zurzeit für knappe 160 Euro verfügbar ist, ist das okay. Wie gesagt, gibt schlimmere Sachen, gibt andere Tablets, die wo schlechter oder Handys, wo schlechter verarbeitet sind, wo sogar teurer sind. Kann man sich nicht unbedingt dran aufhängen. Aber gut, ich wollte es wie gesagt erwähnt haben. Weiter geht's mit dem Display, also wo wir schon zum Thema Äußeres, beziehungsweise dann gehen wir langsam zum Inneren über. Das Display ist ein sehr hochauflösendes Display, kann man sich nicht beschweren, kann ich in Full HD alle Videos, alle Bilder angucken, überhaupt kein Thema. Was ein bisschen doof ist, was mir aufgefallen ist bei dem Display, ist, wenn ich das Gerät im Außenbereich benutze, wie soll ich sagen, es ist einfach die Helligkeit, die automatische Helligkeit, ist in manchen Fällen einfach zu gering, als dass man einfach nur was ablesen kann. Man muss dann manuell die Helligkeit aufs Maximum hochdrehen. Dann reicht es in der Regel auch aus. Ich sehe genug, ich kann genug ablesen vom Display, wenn ich jetzt zum Beispiel draußen arbeiten möchte, damit ist überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, das funktioniert. Wie gesagt, man muss halt dann ab und zu, nicht immer, aber ab und zu mal ein bisschen von der Helligkeit ein bisschen nachregeln. Ansonsten hatte ich da mit dem Display überhaupt keine Probleme. Wie gesagt, man kann wirklich Filme in Full HD super anschauen. Funktioniert ganz toll. Überhaupt kein Thema. Ist ein 10,4 Zoll Display. Wie gesagt, mit einer sehr guten Auflösung. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Weiter geht's mit dem Speicher. Der Speicher sind 32 GB. Internen Speicher. Man kann ihn natürlich durch eine SD-Karte erweitern, eine Micro-SD-Karte. Was allerdings 32 GB intern von sich aus meiner Meinung nach viel zu klein heutzutage ist. Ich habe jetzt, ohne dass ich groß viel Bilder, Videos drauf habe, also ich habe natürlich Bilder gemacht und auch Videos mitgemacht, die werde ich euch übrigens auch dann noch einblenden. Aber der Speicher ist allein durch diese paar Bilder, Apps und so weiter, was ich halt jetzt einfach zum Testen hatte, schon ziemlich voll. Ich habe noch knapp über 6 GB frei von diesen 32 GB, was
echt wenig ist, muss man so einfach im Jahr 2021 sagen. Also 32 Gigabyte ist eigentlich heutzutage zu wenig. Also 64 Gigabyte sollte man haben. Also ich empfehle euch, wenn ihr euch das Gerät holt, holt euch gleich einfach eine kleinere Speicherkarte dazu. Wie gesagt, mit den 32 Gigabyte kommt ihr nicht arbeit. Wenn ihr noch von irgendwelchen Streamingdiensten Filme runterladet oder jetzt zum Beispiel Musik runterladen möchtet, vergesst es. Da kommt ihr mit den 32 Gigabyte nicht durch. Vergesst es einfach. Arbeitsspeicher, wo wir schon beim Thema Speicher sind, das sind 3 GB Arbeitsspeicher. Die 3 GB habe ich erst befürchtet, sind ein bisschen zu wenig. Hatte ich jetzt aber ehrlich gesagt bis jetzt keinerlei groß Probleme. Also man kann mit dem Gerät auch spielen, man kann mit dem Gerät auch arbeiten. Natürlich auch arbeiten, weil ja auch dieses Book-Cover-Keyboard mit dabei ist und dieses Keyboard verleitet ja auch einen dazu, Office-Arbeiten zu machen. Hatte ich keinerlei Probleme. Ich habe zum Beispiel diese App von WPS Office zum Beispiel verwendet. Kann ich Excel-Dateien verwenden, ich kann Word-Dokumente, ich kann PDFs und so weiter und so fort. Also funktioniert sehr gut. Man kann da wirklich auch längere Texte mit tippen. Funktioniert echt gut. Schweife ich schon wieder ein bisschen ab, das kommt erst noch. Also alles nacheinander. Wie gesagt, Arbeitsspeicher reicht aus, wird vielleicht in ferner Zukunft dann ein bisschen knapp werden und umständen diese 3 GB. Aber gut. So, die CPU, das Octa-Core von Samsung, es sollte auch ausreichen. Also ich denke mal, da dürfte es keinerlei Probleme geben. Der dürfte die nächsten 2 Jahre auch mitspielen. Was denn zum Thema auch die nächsten 2 Jahre ist, das heißt Thema Software. Software sieht das so aus, ich habe ein relativ aktuelles Sicherheitspatch auf dem Gerät drauf. Also aktuell ist jetzt halt im Moment das März Patch von Samsung oder von Android. Samsung sagt, die nächsten 2 Jahre garantieren sie Updates. Was danach kommt, denke ich mal, wird die Hardware wahrscheinlich dann auch nicht mehr mitmachen. Ja, deswegen gebe ich jetzt da auch keine weiteren Aussagen dazu. Wie gesagt, Samsung ist im Moment so mit die beste Firma, was es gibt, wenn es um Android-Updates geht. Handys bis zu 3 Jahre, Sicherheitsupdates und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da ist man bei Samsung eigentlich auf der sicheren Seite. Gibt überhaupt keine Probleme. Geht relativ schnell immer die Updates. Wie gesagt, jetzt aktuell ist es noch beim März-Update, aber gut, ich denke mal, da wird jetzt dann auch noch April oder Mai oder was auch noch demnächst kommen. So, dann Gaming. Ich habe ein bisschen damit gezockt. Es ist jetzt nicht das Gaming-Tablet schlechthin. Dafür fehlt ein bisschen die Power bzw. einfach der Arbeitsspeicher. Ich habe einfach mal ein bisschen mit Asphalt 9 gezockt, bei Standardauflösung funktioniert oder bei Standard Grafikeinstellung funktioniert sehr gut. Bei höheren Einstellungen, also ich habe es ja mal hochgestellt, nee, das wollt ihr nicht machen, das ruckelt dann. Also das funktioniert nicht. Leider könnt ihr das vergessen. Also zum Hardcore-Zocken ist es jetzt nicht unbedingt gedacht. Also man kann damit zocken, nicht falsch verstehen. Wie gesagt, ich zeige euch ja dann hier zwischendrin immer noch dieses Video, wo ich jetzt zum Beispiel auch mal Asphalt 9 gezockt habe. Habe jetzt dann auch mit PUBG probiert, das Ganze zu zocken. Funktioniert auch gut. Hatte ich überhaupt keine Probleme, keine Lags. Hat funktioniert. Alles immer zum mittleren Einstellungsbereich. Funktioniert ohne Probleme. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, das ist wieder jetzt nicht ganz so berauschend. Das ist die Kamera. Die Kamera ist, weiß ich nicht, was sie sich da dabei gedacht haben. Gut, Kamera in einem Tablet, kann man sich drum streiten. Aber wenn man sie schon nutzen oder wenn man schon eine Kamera einbaut, dann baut man doch eine Kamera normalerweise ein, dass die auch genutzt, ordentlich genutzt werden kann, meiner Meinung nach. Die Frontkamera, ich zeige euch mal ein Bild von der Frontkamera. Ja, ich weiß nicht, wo sie sich da dabei gedacht haben. Die Frontkamera ist lustigerweise mehr oder weniger für die Katze.
Was lustig ist, für die Gesichtsentspannung funktioniert es einigermaßen gut. Aber für einen kurzen Videocall, okay. Alles andere vergesst sie. Also Bilder braucht er da, damit die keine machen. Vergesst es einfach. Die rückseitige Kamera ist etwas besser. Ich werde euch ja auch mal ein paar Bilder zeigen, werde auch mal kurz Video zeigen. Was soll ich da sagen? Die Kameras könnt ihr eigentlich bei dem Gerät ziemlich vergessen. Muss man ganz klar sagen. Also ich kann da damit nicht wirklich was anfangen. Ich habe ein paar Bilder gemacht und meine Ansprüche sind jetzt nicht unbedingt die allerhöchsten. Also ich nehme jetzt halt hier zwar in 4K auf und alles und ich habe schon Ansprüche, aber nicht so extrem wie manch andere YouTuber. Bloß was da teilweise die Kamera abliefert, nee, Leute, vergesst es. Also zum Dokumenten einscannen, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ihr wollt jetzt das Notebook nutzen so als Scanner oder zum Beispiel als Arbeitsgerät in der Uni zum Beispiel zum Mitschreiben und so weiter. Da könnt ihr das Gerät verwenden. Dafür ist das super geil. Lange Akkulaufzeit und so weiter. Also da kommen wir aber auch noch dazu. Aber wie gesagt, die Kamera selber, vergesst es. Die könnt ihr einfach vergessen. Sind wir dann Thema, Stichwort war ja Akkulaufzeit. Der Akku ist ein 7000 mAh Akku. Der hält sehr, sehr lange. Allerdings, wenn der geladen werden muss mit dem mitgelieferten Netzteil hier. Ich weiß nicht, was sich Samsung bei dem Netzteil hier gedacht hat. 7,8 Watt Netzteil. Das Ding braucht über 3 Stunden zum Laden. 3 Stunden 20 von 10 auf 100%. Holt euch einfach ein 15 Watt. Das Gerät kann schnell laden. Also 15 Watt Ladung ist möglich bei dem Gerät. Und holt euch bitte, wenn ihr noch kein so Schnellladegerät habt, holt euch eins. Die kosten ja die Welt. Und ich kann dann das Gerät innerhalb, so ich mal, von ungefähr 2,5 Stunden ungefähr laden. Deutlich schneller als wie jetzt halt mit dem mitgelieferten Netzteil. Es ist schön, dass ein Netzteil mit dabei ist, finde ich super, aber das Laden dauert da damit einfach viel zu lange. Der Akku hält zwar lange, also man kommt ohne Probleme durch den Tag. Also wenn ich selbst, wenn ich das Ding wirklich 4, 5 Stunden am Tag mindestens nutze, überhaupt kein Thema, reicht der Akku aus. Aber wie gesagt, wenn ihr mit dem Netzteil laden wollt, das haut einfach nicht hin. Das ist einfach zu wenig. Ich weiß nicht, wie gesagt, was sich Samsung da dabei gedacht hat. Verstehe ich nicht. So, Laufzeit hatte ich ja schon erwähnt, circa, also bei 5 Stunden überhaupt kein Thema das Ganze. Also ich würde jetzt sagen, so circa 6, je nachdem von Helligkeit, was ihr macht, zwischen 6 und 8 Stunden, solltet ihr damit schaffen. Also wie gesagt, so ein Arbeitstag schafft ihr locker damit. Wie gesagt, was halt dann total gut ist bei dem Gerät, ihr könnt es in das Bookcover einklipsen und damit habt ihr einfach einen Notebook-Ersatz. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in der Uni sitzt, Vorlesungen mitschreiben etc., wo auch immer, in einem Meeting zum Beispiel zum Mitschreiben, total gut geeignet für das Gerät. Ich kann auf dem Bookcover, also auf diese Tastatur, recht gut schreiben. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, funktioniert es. Ich habe nur zwei Sachen, was diesen, ne, eigentlich drei Sachen. Eigentlich habe ich drei Sachen, wo eine Bookcover, wo ich bemängeln muss. Einmal die Leertaste. Da ist unten dieser Rahmen dran. Werde ich euch noch mal ganz kurz einblenden. Der Rahmen dran, wo es die Leertaste dann unten ansitzt, der ist ein bisschen im Weg, wenn man mit den Daumen auf die Leertaste verdrückt. Man gewöhnt sich dran, funktioniert, geht. Aber ist ein bisschen doof. Das zweite ist, ja, wie soll ich es erklären? Warum mache ich in einem Gerät von 2021, was sehr relativ viel Geld kostet, beziehungsweise eigentlich für Tablets gedacht ist und so weiter und einfach für moderne Geräte ist, keinen kleinen Akku rein, mache einen USB-C-Anschluss ran zum Laden. Warum mache ich da zwei Knopfzellen mit der Bauform 2032 rein zum Benutzen? Verstehe ich nicht.
Verstehe ich überhaupt nicht. Warum macht man dann nicht einfach einen Akku rein mit einem Anschluss und fertig? Nein, man macht zwei Knopfzellen rein. Das ist auch so ein Negativpunkt. Was auch noch ein bisschen doof ist bei diesem Keyboard oder Cover, wenn ich es jetzt ohne diese Tastatur nutzen möchte, nur zum Zuklappen, man gewöhnt sich dran. Also es ist okay, das Tablet ist geschützt, das Display ist geschützt, dass ich dann zuklappe. Was aber ein bisschen doof ist, meiner Meinung nach, ist einfach, die Kanten sind ein bisschen scharf. Fühlt sich jetzt nicht so geil an, muss ich sagen. Lässt sich mit arbeiten, lässt sich auch mit in der Hand heben. Allerdings, wie gesagt, es gibt geilere ja, Cover also, beziehungsweise Cases, eine Alternative. Ich habe auch noch eins bestellte Alternative. Das ist jetzt das von Spigen, so ein flexibles Cover hier, dass man mal hier das so sieht. Ich werde es auch unten in die Videobeschreibung wieder verlinken. Dann könnt ihr euch das auch dazu holen. Ist wirklich sein Geld wert, kostet zwar ein paar Euro. Ich weiß es jetzt, glaube ich, jetzt gar nicht. Ich glaube um die 20 Euro, aber wie gesagt, ich werde es in die Videobeschreibung mal hinzufügen. Dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken und gegebenenfalls auch bestellen. So, zum Schluss noch. Ja, das Ding hat ja vier Lautsprecher, also Dolby Atmos in Anführungszeichen. Sie sind sehr laut und auch klingen auch sehr voll. Was nur ein bisschen doof ist, dass sie einfach ab bestimmten Lautstärke, so ab 70, 80% das Gerät extrem zum Vibrieren bringen. Ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie laut die Dinger hier werden. Kleinen Moment. Also ihr hört, es klingt sehr voll. Man kann damit auch so immer so kleine ja, Raumbeschallung schon mitmachen. Das Ganze, das heißt, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt abends noch ein bisschen was hören oder ja, beim Filme schauen, ist das eigentlich optimal dafür geeignet. Da gibt es überhaupt keine Probleme damit. Da reichen die Lautsprecher locker mit für aus. Also ja. Das war's eigentlich im Groben und Ganzen, oder im Großen und Ganzen. Wenn es noch irgendwelche Fragen geben sollte zu dem Gerät oder wenn ich euch noch irgendwas beantworten soll oder noch irgendwas noch einmal nachschauen soll, dann schreibt es mir doch bitte einfach in die Kommentare. Und ja, wenn es euch das Video gefallen hat, schreibt es mir doch auch bitte in die Kommentare und gebt mir doch bitte einen Daumen rauf. Und wenn ihr nichts mehr von Technics Guide verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach den Kanal. Ich würde mich echt darüber richtig freuen. Und ja, zum Thema abonnieren. Bald haben wir die 100 Abonnenten geschafft. Ich freue mich drauf und vielen Dank an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.